Mit diesem Holzschnitt gab Christian Mühner unbewusst den Anstoß für ein Buchprojekt der besonderen Art. Mühner nannte diesen Holzschnitt die kistenköpfigen Riesen und bezog sich mit dem Motiv auf den Roman Obadja und die ZK-14 von Martin Luserke. In dem Roman geht es um die Abenteuer eines Hexenmeisters. Christian Mühner legt diesen Holzschnitt 1981 seiner Galeristin Silke Treudinier aus Budjading vor. Diese begann daraufhin, sich für die Geschichten des fast in Vergessenheit geratenen Autors Luserke zu interessieren. Martin Luserke war Pädagoge, Poet und Geschichtenerzähler. Er lebte bis zur Mitte des vergangenen 20. Jahrhunderts. In etlichen seiner Geschichten hat Martin Luserke alte Sagen über das Wattenmeer aufgegriffen. Christian Mühners Galeristin Silke Treudinier fasste den Entschluss, drei dieser Wattenmeersagen von Martin Luserke in einer ansprechenden Buchpublikation wieder aufzulegen. Christian Mühner wurde von ihr damit beauftragt, die Texte mit Holzschnitten zu illustrieren. Das Ergebnis sind 23 Schwarz-Weiß-Holzschnitte, die Christian Mühners Qualität als Illustrator meisterhaft zur Schau stellen. In unserer Ausstellung sind drei Einzelabzüge aus dieser Reihe zu sehen. Christian Mühner hat es geschafft, den unheimlichen und teilweise mystischen Charakter von Luserkes Geschichten in diese Holzschnitte zu bannen. Das hochwertige Buch erschien 1983 in einer limitierten Auflage von 300 durchnummerierten Exemplaren und war für einen Verkaufspreis von 92 D-Mark erhältlich.